Hallo und herzlich willkommen bei Foto Erhard hier auf der Fotopia 2021 in Hamburg. Und bei mir ist der Martin Wagner der United Imaging Group und er hat sich spontan bereit erklärt, uns ein bisschen was über Vogtländer-Objektive zu erzählen. Und Martin, ich bin so dankbar, dass du das machst. Ja, da läuft man hier einfach über die Messe und dann wird man auf den Stand gezerrt und sagt, erzähl mal was. Ne? Richtig. Naja. Ja, und wir haben jetzt auch schon so ein paar Kartons und Linsen hier verteilt. Erzähl mal einfach, was ist der Witz? Ja, Vogtländer, wie du sicherlich weißt, eine der oder die älteste Marke im Fotohandel oder im Fotobereich. Seit wann? Steht auf den Kartons witzigerweise, 1756. Also muss immer spicken, so bist du auch durch die Schulzeit gekommen. Ich will nicht drüber reden. Ja, seit 1756, also seit ewigen Zeiten, da gab es Fotografie noch nicht mal. Und der Gag ist ja auch von der Historie her, als dann die Fotografie kam, 1836, kurze Zeit später kam ein Objektiv auf den Markt, was von Vogtländer gebaut wurde, das Petzval-Objektiv. Aha. Und das war so erfolgreich, dass so bis 1880 etwa 90% aller Bilder mit einem Petzval-Objektiv gemacht wurden. Also ich bin jetzt schon super glücklich, dass wir ihn getroffen haben und wir so viel Background-Informationen bekommen. Das ist ja ein alter Trick bei so Interviews, einfach die Leute mit irgendwelchen Fakten totscheißen, dass man ja, da halt mal, alle, die jetzt zuschauen und sitzen irgendwann mal selber in so einer Quiz-Sendung und eine Frage kommt in der Richtung, zack, hat mir Martin erzählt. Ja, alles genau. Klar. Da muss cool. Gar nicht A, B, C oder D gesagt werden. Nö. 1836. Petzval, alles klar. Ja. Ja, und das ist so ein bisschen die Historie dabei. Da sind wir auch sehr stolz drauf, wie man vielleicht merkt. Und die Objektive sind auch so ein bisschen in der Historie dieser Entwicklung ist, weil das war damals, war das ein technischer Meilenstein. Das erste wirklich gerechnete Objektiv. Vorher hat man wirklich die Linsen so ausprobiert, geguckt, ach, wie ist denn das? Dann hast, wenn das nicht gepasst hat, hast du in die Kiste reingegriffen, eine andere Linse mal dazu gemacht. Und damit das optisch dann gut aussah, was ist immer dann der Trick, den man da macht? Licht aus? Nee, das wäre auch gut. Nee, abgeblendet, kräftig abgeblendet. Ja, natürlich, klar. So, und das war, weil es gerechnet wurde, das erste wirklich lichtstarke Objektiv, wo aus Minuten plötzlich Sekundenbelichtungszeit war. Und das war wirklich, man sprach da vom Sekundenbild. Das ist so wie heute, oh, meine Kamera hat 51.200 ASA. Ne? Also das ist einfach so eine Geschichte, die unwahrscheinlich interessant ist bei dieser Sache. Ne? Ach stimmt, du hattest, wenn man so daran erinnern, die Fotografen, die dann das Tuch über dem Kopf hatten und dann mussten alle die Leute minutenlang eingespannt. Stillstehen. Ja. Klar, ne? du hattest keine hohen Empfindlichkeiten, nur das einfach unfassbar kleine Blendenöffnungen. Das heißt, die Belichtungszeit war ewig und drei Tage. Also das war so ein bisschen die Historie. Vielleicht kann ich da schon mal spoilern. Das Problem habt ihr mit den Gläsern nicht. Genau. Wenn ihr wollt, habt ihr das wenn nicht. Wenn ihr wollt, genau. Weil wir haben hier natürlich in der Historie immer noch manuell einzustellende Dinge, also nicht für jeden, aber in Kombination mit der einen oder anderen Systemkamera können wir sogar mit Autofokus. Du kennst sicherlich den TechArt Adapter, wo wir alle Objektive, die VM, also mit dem Leica M-Anschluss versehen sind, an eine Sony E adaptieren und dann haben die Autofokus mit Augengucker und Gott weiß was. Also ziemlich coole Geschichte. Machen auch viele Leute, obwohl wir heute ja auch viele, und ich habe doch sogar eins drauf. Wobei ich sagen muss, ne, in allen Ehren dieser Adapter, ich finde gerade das manuelle Fokussieren hat Charme und man ist deutlich noch mal bewusster mit dem Motiv beschäftigt. Genau, deswegen sind wir da auch sehr erfolgreich. Der Gag ist halt auch, dass diese Objektive natürlich auch fürs manuelle Fotografieren gebaut sind. Ich kann ja mit dem einen oder anderen Autofokus-Objektiv auch manuell scharf einstellen, aber das ist immer, fühlt sich anders an. Ja. Darfst du ja auch mal. Komm. Danke. Das hier ist jetzt zum Beispiel ein Makro-Objektiv, das 110er Makro, direkt für den Sony E-Anschluss. Mit einer traumhaften Scharfeinstellung, mit unwahrscheinlich guter Qualität, also ein Apo Lanta. Lanta ist so eine alte Rechnung, die hier natürlich jetzt auf die neuen Kameras optimiert wurde und mit apochromatischer Korrektur natürlich das Beste von der Qualität ist, was es gibt. Und entspannt Blende 2,5. Ne, das muss man noch erwähnen, Lichtstärke genau, 2,5. Makroobjektiv, logisch. Ne? Ja. Wenn du lichtstark haben willst, da haben wir natürlich dann auch schönes Spielzeug. 1,2er, 1,4er, 1,5er. Und wundert euch nicht, wenn ihr euch da mal auf der Seite vom Foto Erhard die verschiedenen Objektive anschaut, man denkt, man würde da irgendwie, man hätte da Mehrfachnennungen. Weil
Es gibt, glaube ich, 10 verschiedene 35er. Mhm. Es gibt viele in sehr vielen verschiedenen Arten. Es gibt 8 verschiedene 1,550er Nocturne. 6 davon Vintage, nämlich in unterschiedlichen Gehäusestyles. Und zwar, das ist ja auch nochmal, da habe ich jetzt 2 Verpackungen bei euch aus dem Lager genommen. Was steht da, was steht da? SCNC. Ja, was könnte das heißen? Er kann lesen. Also das mit der Schule hat ganz umsonst was dann doch nicht. Ne? Ja, ja. Du musst nicht wissen, wie es geht, du musst nur wissen, wo es steht. Genau. Was könnte das heißen? Dann bist du zu jung noch dafür. Sphärische Nein. irgendwas? Nein. Single-coated und? Multicoated. Ja. Yes. Also, die Vergütung. Heute ist eigentlich alles, was wir an modernen Objektiven kaufen, hoffentlich multicoated. Weil Mehrschichtvergütung, das haben wir so seit den 60er, 70er Jahren, ist natürlich deutlich farbgenauer, weniger Fehler drin und so weiter. Aber es gibt Leute, die für das Thema Schwarz-Weiß-Fotografie, da hast du ja auch durchaus ein Händchen für. Ich hab schon mal Schwarz-Weiß-Bilder gemacht. Genau, bin ja berüchtigt dafür. Die diesen Schmelz der 50er-Jahre-Objektive auch mögen. Ja. Und das kriegst du halt zum Teil auch nur hin, weil das kannst du in der Nachbearbeitung eigentlich nicht simulieren, durch diese Single-Coated-Geschichte, also im Prinzip eine schlechtere Vergütung. Ja. Und deswegen gibt es neben den Vintage-Objektiven, die Vintage aussehen, aber hervorragend von der Qualität her sind, also moderne Rechnungen sind, die es allerdings da auch in Single-Coated und Multicoded gibt. Das heißt, da kann ich durchaus dann den Charakter einstellen. Leisten wir uns noch den Luxus zusätzlich dafür, nochmal 2, weil unterschiedliche Gehäuseform Natürlich. Oder Gehäusefarbe, dieser Classics zu haben. Und die Classic, das sind steinzeitige, in Anführungszeichen, 6-Linser. Ich habe dir da gerade auch schon auf dein iPhone ein Bild überspielt von meinem Telefon, ja. Was ich mit diesem Objektiv gemacht habe. Das ist dieses hier nämlich, was auch so ein bisschen Vintage-mäßig aussieht. Ja, die anderen wirken hochmodern, Martin. Das ist das, was Vintage aussieht, die anderen Genau, sind, also ihr seht den Unterschied. State ne? of the Art, das ja, ist definitiv genau. 2021 Designsprache, hast du recht. Genau, eben, das sieht man sofort. nein, hier, es verjüngt sich hier ein wenig, dann hier ne, der ja, Chromring. Ja, ja. Wobei der Ring hier schon auch Fingerabdrücke ansaugt. Muss er ja. Ne? Das altert mit dir quasi, das Objektiv. Ah, ja. Patina inklusive. Und hier, du achtest bitte auch hier auf das Fischgerät. Ne? Ja. Also wirklich super, super schön gemacht. Ja. Und diese Objektive haben dann auch die Möglichkeit, wirklich den Charakter, und wie gesagt, da kannst du ja jetzt das Bild einblenden, was ich dir aufs Telefon gespielt habe, weil da sind ganz bewusst in Anführungszeichen Bildfehler drin, also die Aberrationen sind dort nicht auskorrigiert. Ja. Weil es wahnsinnig viele Leute gibt, die diese Bildsprache mögen. Ja. Scharf kann jeder. Und scharf kann das Objektiv natürlich auch, wenn ich es ein bisschen abblende. Aber offen habe ich so in der Unschärfe habe ich dann unwahrscheinlich schön, dieses Bokeh, was die Leute alle haben wollen, ist es traumhaft schön. Ja. Also das ist das, was viele wollen. Aber deswegen werden die auch viel fürs Filmen eingesetzt. Das ist halt ein wichtiger Punkt. Du kriegst natürlich heutzutage so gut wie von jedem Hersteller mittlerweile einfach, ich nenne es immer klinische Gläser. Ja. Die Abbildungsleistung ist so perfekt, dass es ist einfach, das, was scharf sein soll, ist wirklich gestochen scharf. Ja. Mikrokontraste sind fein, Farben sind super. Und die Unterschiede sind mitunter sehr marginal. Ja. Und da finde ich es einfach unglaublich charmant, dass wir auch immer noch Objektive am Markt haben, die bewusst sagen, nee, also technische Perfektion ist ja easy, können ja. wir alle. Wir wollen jetzt Charme verkaufen. Für genau. manche ist das natürlich dann ein vollkalkulierter Bildfehler. Aber das sind tatsächlich Dinge, die du im Nachhinein digital nicht so nachstellen kannst, ja. sondern die müssen auf optischem Wege entstehen. Genau, und das genau ist da hier die Geschichte, dieser Charakter, dieses Klinische hat dann oftmals keinen Charakter. Ja, es ist wie heißt der neue Film jetzt? Dune, ja. den sie ja auch digital gedreht haben. Weißt du, was sie dann gemacht haben? Dann wurde der auf analog kopiert Nein. Und dann wieder digital gemacht. Also, das heißt, da wird dieser analoge Look, den einfach der DOP wollte, ja. den haben sie dann quasi nachträglich reingebracht. Aber das kenne ich. Ich habe auch schon mal Mucke gemacht am Rechner, ja. habe das mit einem alten Kassettenrekorder aufgezeichnet und habe das dann wieder digitalisiert und zack, hat es mir Charme. Warum haben wir in der Vorstufe eine Röhre drin? Ja, eben. Ja, weil die macht es halt unsauber. Die macht es halt so ein bisschen...
bisschen schmutzig und nicht so transistorklar. Ja. Und genau das ist das, was wir ja wollen. Und dafür sind diese Objektive halt super. Wir haben natürlich hier wie Apo, also überall, wo Apo draufsteht, habt ihr diesen Charakter nicht, sondern da ist es halt knackescharf, super gut, ja. Im Prinzip das Beste, was es gibt. Das hat ja auch der Lachs, den ihr auch kennt, Christian Laxander, das ist das 50er. Es gibt kein besseres wie das 250er Apo Lantar. Das haben wir für M und für E. Und das sind einfach super schöne Dinge. Ja. Aber viele auch Musikvideos, die mögen zum Beispiel hier auch dieses, ja, hier haben wir es, SC, das 1435, weil das halt auch so ein bisschen so einen Charme hat. Ne? Mhm. Und das in Musikvideos, bist du da jetzt tierisch in die Nachbearbeitung reingehst und da was drehst und machst und tust. Fotografisch ist es noch ein bisschen einfacher. Ist natürlich Video von den KünstlerInnen abhängig, aber viele können das gar nicht bezahlen, wenn du tagelang an einem Effekt arbeitest. Ne? Und da machst du das Ding drauf und passt. Ja. Ne? Also das ist schon ziemlich cool. Also was man auch sagen muss, was sich jetzt hier natürlich über so ein Video schlecht kommunizieren lässt, wir haben hier echt überraschend hochwertige Tuben. Das ist alles Metall. Bis auf das Deckelchen vorne und hinten ist das wirklich durch die Bank Metall. Ja, könnte man noch nachbessern. Werden die mit Gegenlichtbänder ausgeliefert? Ja. Sehr schön. Ist die dann aus Kunststoff oder Metall? Was vermutest ich du? Ich habe jetzt einfach nur mal, du bist der Fachmann. Metall natürlich. Natürlich, ja. Genau. Und, also bei den meisten. Ja? Sowohl der Blendenring klickt wirklich satt ja. Und der Fokusweg ist einfach wirklich traumhaft genau. Weich. Also ja. Das ist, und auch lang. Ja? Ja. Also genau die richtige Länge bei denen jetzt hier. So, dass du es halt relativ einfach und nachvollziehbar hast. Bei dem Makroobjektiv, da drehst du dir natürlich einen Wolf, weil... Ja, das ist ja ein Feature. Du musst ja präzise die Schärfe genau. Legen. Das hier ist jetzt zum Beispiel nur von 60 cm bis 1,50 m. Ist schon so. Und dann halt noch weiter und noch weiter und noch weiter. Also bist dann wirklich am kräftig drehen. Du hast schneller eine Saftflasche auf, als da einmal über den gesamten Bereich zu genau, weil ich will ja wirklich auf den Bruchteil des Millimeters scharf stellen. Ne? Das kann es, in der Tat. Ja. Cool. Ja, ich würde, also verfügbar für Sony E-Mount. Sony E-Mount, ganz neu für alle, weil das war sehr, sehr intensiv gewünscht, für alle Fuji-Freaks. Oh, auch mit Fuji-Anschluss. Weil gerade da passt natürlich die Optik des Objektivs perfekt zum Retro-Look der Kamera. Genau, super schön. Und verfügbar fürs Leica M-System. Genau, das ist die große Masse. Ja, also wenn ihr eure Niere schon verkauft habt für die Kamera, wir hatten das Thema eben, müsst ihr für die Optik nicht die zweite Niere hergeben. Genau. So, oder warten, bis die Kinder groß sind. Obwohl vielleicht ist noch eine Lunge übrig. Ich weiß es auch nicht. Irgendwie so, ne? Dass man alles spenden kann. Ja, genau, was man da so alles hinkriegt. Aber Preissegment? Preissegment je nach Objektiv so ganz grob zwischen 500 und 1600 Euro. 600 sind natürlich die super, super, super Objektive, ja. Die wir da auch haben. Wir haben auch die Micro Four Third Objektive. Da quasi vor allem für die Filme, weil die kannst du deklicken. Also du kannst entweder die Blende rasten lassen fürs Fotografieren oder stufenlos fürs Filmen machen. Ich weiß das. Er erklärt euch das. Ah. Und alle mit 0,95, 10,5, also wie ein 21er, 17,5, also wie ein 35er. 25 mm wie ein. Er testet, ob ich mal zwei rechnen kann wegen des Micro Four Third Systems. Mhm. 50er. Genau. Und ein. Weiß ich nicht. 42,5er. Ah, das klassische 85 mm genau. Porträt. Eben. Also sensationell. Und jetzt ganz neu noch ein 60er dazu. Ja. Alle mit 0,95. Sensationell. Krass. Und jetzt ganz neu auch eines mit 0,8. 25,08, also 50er, ja. Wo sich die Stiftung Warentest ja überschlagen hat. Also die waren da total begeistert und überhaupt, also 0,8, das lichtstärkste Serienobjektiv. Ist das bei der Blende auch noch scharf, da wo du scharf stellst? Ja. Also ich erwarte jetzt nicht im Randbereich die perfekte Schärfe bei Blende. Es ist allerdings nicht das typische Micro Four Third Objektiv, was du einfach mal so in die Socke stecken kannst, so ganz klein. Ne? Meinst du, es ist ein bisschen größer? Ist ein Ticken größer. Ja, ein Ticken größer. Man lebt damit. Weil bei der Lichtstärke bleibt da nichts anderes. Martin! Ich danke dir ganz herzlich für diesen Überblick. Ich danke dir ganz herzlich für die Historie rundherum. Das dürfte euch auch mal interessieren. Wirklich beschäftigt euch mit den Linsen. Wenn ihr unterwegs seid mit Sony E, mit einer Leica M oder jetzt neu im Sortiment auch mit einer Fuji. Und Micro Four Third. Und Micro Four Third, sorry. Dann kommt in den Laden, probiert die Dinger aus. Wenn die nicht verfügbar sind, einfach bestellen, kein Problem. Und ordern könnt ihr das ganze Zeug natürlich unter www.foto-erhard.de. Ich sage wirklich herzlich Dankeschön. Gerne. Danke euch für die Aufmerksamkeit. Und ich ziehe weiter auf der Messe. Macht's gut. Tschüss.